Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus, zu diesem versprochenen Video, und zwar dem Kampf zwischen der Kobi 2702, dem T-34-85 Panzer und dem Sluban M38-B0691, dem leichten deutschen Panzer. Und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum kommt dieses Video heute? Am Donnerstag. Und ich sag's euch, es gibt eine kleine Änderung im Uploadplan, die ist aber nur von eurem Vorteil, versprochen. Und zwar gibt's jetzt nicht nur noch Dienstag- und Samstag-Videos, sondern es gibt Dienstag, Donnerstag und Samstag-Videos. Und diese kommen, wie gewohnt, immer 18:30 Uhr. Oh Gott, meine Stimme war weg. Ich weiß. Und in diesem Versus haben wir echt zwei zweite Weltkriegspanzer, und zwar einen deutschen und einen sowjetischen. Und die standen sich auch in der Realität gegenüber. Und damit ist das doch mal ein ganz nettes Duell. Aber trotzdem geht es hier natürlich nur um die reine Qualität der Sets und nicht um das, was in echt passiert ist. Ist wahrscheinlich auch besser so. Dafür sehen wir uns auf jeden Fall verschiedene Punkte an und wir ziehen am Ende ein Fazit, welches Set ich euch mehr empfehlen würde. Und keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch qualitäts- und preis-leistungsmäßig ein Unterschied. Schauen wir uns das einfach mal an. Dafür sollten wir uns schon mal die Basisfakten anschauen. Und zwar haben wir hier einen Preis auf Amazon von 18,99 €. Der ist aber bei anderen Seiten billiger. Er kostet zum Beispiel bei Thalia im Moment 13,99 €. Das ist für Kobi ein billiges Modell, ist aber auch aus der Small Army Reihe und dementsprechend erklärt sich der Preis relativ schnell. Dieser Sluban-Panzer kostet 14,99 € auf Amazon, ist damit ein bisschen teurer als der Kobi-Panzer bei Thalia. Hier habe ich keine anderen Preise gefunden, die billiger sind, aber den Amazon-Preisvergleich gewinnt er auf jeden Fall. Wir haben hier für die 18,99 € bzw. billiger auf anderen Seiten 273 Teile und bei Sluban 356 Teile. Der Panzer ist aber auch noch mit ein bisschen Zubehör geliefert. Da ist zum Beispiel noch ein Baum dazu, eine Mörserstellung. Ja, ich zeige es euch auf jeden Fall mal in einem Bild. Und hier sind zwei Figuren dabei. Und eben bei diesem Panzer von Kobi ist keine Figur dabei. Das ist natürlich eigentlich wieder ein Vorteil für den Sluban-Panzer. Aber natürlich müssen wir mal ein bisschen über Fakten reden. Schauen wir uns deshalb mal die Maße an. Wichtig ist hierfür, dass wir immer von der Geschützspitze bis zum Ende messen. Das heißt, dass natürlich ein Panzer mit diesem relativ langen Geschütz dort besser abschneiden wird als dieser Panzer mit kurzem Geschütz, obwohl die Maße in echt ein bisschen abweichen können, wenn man jetzt nur von diesem Teil ausgeht. Auf jeden Fall ist der Kobi-Panzer von der Geschützspitze bis zum Ende, ich sag's nochmal, 16 cm lang, 6 cm breit und je nach Einstellung von dem Geschütz, das kann man nämlich noch nach oben klappen, haben wir circa 7 bis 8 cm Höhe. Das Sluban leichter deutscher Panzer ist 1 cm kürzer, aber auch nur, weil die Geschütze kürzer sind. Und zwar ist dieser Panzer 15 cm lang, 7 cm breit und 10 cm hoch. Und bevor wir uns jetzt unsere Bewertung anschauen und wie mir diese Sets gefallen haben und wir sie antreten lassen, gehen wir mal noch auf die Bewertung auf Amazon ein. Und das ist relativ schnell gesagt, beide Panzer haben hier 4,5 Sterne. Ob wir zu demselben Fazit kommen, schauen wir mal. Ich würde sagen, lasst uns anfangen und wir werden sehen. Die erste Streitkategorie ist bei uns die Teilequalität vom Aussehen her. Die Klemmkraft ist mal ausgeklammert, die besprechen wir gleich noch. Schauen wir uns also die Teilequalität hier an beim Kobi T3485. Und hier ist die Teilequalität wie immer prächtig bei Kobi. Außer eben diesem einen Mangel, den man fast immer bei Kobi hat. Und zwar eben hier diese sehr offensichtlichen Angussstellen. Und das ist bei diesem Modell sehr, sehr schlimm. Auch für Kobi-Verhältnisse, weil man die auch oft nicht nach innen drehen kann. Das ist ein sehr negativer Punkt, leider. Und es wird noch dicker für Kobi. Weil die Teilequalität von dem Sluban leichten deutschen Panzer ist auch hervorragend. Wir haben nur ein paar kleine Kratzer, sonst sehen die sehr schön aus. Sind von der Teilefarbe natürlich ein relativ matt, aber das passt sehr gut zu diesem Beige. Und hier vorne, die Fliese ist ein bisschen glänzender als die anderen. Und das ist das Einzige, was teilequalitätsmäßig nicht so gut ist. Wir haben zwar auch ein paar Angusspunkte, das seht ihr hier, die sind aber viel, viel geringer als bei Kobi in dem Fall. Und die Teilequalität rein vom Aussehen ist besser bei diesem Sluban-Panzer. Und das ist natürlich schon mal der erste Kantenschlag, den der Kobi aushalten muss. Wenn wir dann über die Klemmkraft reden, muss ich, glaube ich, zu dem Kobi-Modell nicht sehr viel sagen. Die Klemmkraft gehört ja immer mit ein bisschen zur Teilequalität, dass sie gut ausgewogen ist. Und die Klemmkraft ist hier wirklich super gut. Es ist Kobi-typische Klemmkraft zwischen sehr gut halten und trotzdem noch gut baubar sein. Das hat Kobi hier sehr, sehr gut hingekriegt. Und das schauen wir uns auch gleich nochmal in einem kleinen, ich sag mal, Extremtest an. Auf jeden Fall lässt hier Sluban federn, weil es gibt hier ein paar Problemstellen.
Das ist vor allen Dingen bei den Funktionen so. Das kann ich euch hier zeigen, zum Beispiel. Das kann man hier aufklappen. Und jetzt werdet ihr aber sehen, wenn ich nur hier vorne drücke, um es aufzuklappen, fliegt das Teil ab, obwohl das hier klappbar ist. Das hängt einfach damit zusammen, ja, ihr seht schon, dass diese Funktion hier zum Klappen straffer ist, als die Teile halten. Und deshalb muss man immer von hinten nachdrücken, sonst fällt einem hier der Panzer auseinander. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und das ist zumindest mal wieder von der Klemmkraft eine relativ schlechte Kobi-Qualität. Und das ist schade, weil Kobi kann das besser. Das haben sie schon öfter gezeigt, dass sie das besser können. Und hier gibt es aber eben diese Fehler. Und wir schauen uns das jetzt auch nochmal an. Es ist bei Sluban nicht so extrem wie bei manchen anderen Sluban-Modellen. Das seht ihr jetzt gleich. Aber es ist eben nicht so gut wie bei Kobi. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Und zwar würde ich sagen, simulieren wir mal ein etwas extremes Spiel bei einem Kind. Na gut, das hat jetzt wenig mit einem Spiel zu tun. Mir tut es auch schon mal am Anfang leid, dass ich das jetzt mache, aber es ist für die Wissenschaft, okay? Ihr seht ja jetzt gleich, was ich damit meine. Da war schon Wucht dahinter. Ich glaube, das habt ihr auch in der Kamera bemerkt. Und wenn wir uns das anschauen, der Panzer ist wie neu. Ich finde, das ist schon erstaunlich und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach nochmal an. Ganz. Und völlig ganz. Das schafft der Kobi-Panzer. Die Frage ist jetzt, wie schlägt sich der Sluban-Panzer? Und weil ich ja schon ein paar Bedenken der Teilequalität geäußert habe, werden wir da wahrscheinlich schon ein paar Probleme sehen. Und wir probieren es einfach mal aus. Den ersten Schlag hat er überstanden. Und beim zweiten lässt er federn. Und zwar hat es ihm hier den ganzen Geschützturm auseinandergefeuert. Und es war leider zu erwarten. Wie gesagt, es gab, wie gesagt, teilequalitätsmäßig da schon einen großen Unterschied zwischen Kobi und zwischen Sluban von der Klemmkraft her. Und es ist nun mal so, dass immer noch dort Sluban Nachholbedarf hat, auch wenn sie das vielleicht nicht gern hören. Ich baue den guten Sluban-Panzer jetzt auf jeden Fall mal wieder zusammen. Dass der Sluban-Panzer hier schlechter abschließt als der Kobi-Panzer, liegt aber nicht nur an der Teilequalität. Und zwar ist bei einem Kobi-Panzer oder bei Kobi-Modellen an sich meistens sehr viel aus wirklich Platten und Platten gebaut. Und hier ist kein luftiger Raum dazwischen. Das wird wirklich so massiv gebaut, wie es geht. Der Sluban-Panzer, da soll man auch eine Figur reinsetzen können. Wir haben auch hier hinten noch Luft zum Beispiel. Das macht sich natürlich auch bemerkbar davon, ob es sehr gut hält oder nicht. Wenn hier so viel Luft im Bau ist, dann fliegt das natürlich auch schneller ab, als wenn hier Platten auf Platten gestapelt sind. Bei Tests vor dem Video habe ich auch bemerkt, dass gerne mal die Deko sich hier ablöst. Die ist aber außer Konkurrenz, weil die haben wir halt bei dem Kobi-Panzer in dieser Art nicht. Und es ist auch nicht so schlimm, das Problem, aber sie löst sich halt schon beim Spielen doch gerne mal ab. Wichtig ist aber natürlich auch noch bei diesen Sets, was haben sie denn an Funktionen? Und da schneidet der Kobi-Panzer auf den ersten Blick sehr, sehr schlecht ab, weil die einzigste Funktion ist es, den Geschützturm zu drehen und das Geschütz nach oben und unten zu schwenken. Beim Sluban-Panzer haben wir mehr Funktionen, leider funktionieren dort aber alle nicht so wirklich. Und zwar können wir hier auch das Geschütz nach oben und unten schwenken, wo wir aber auch den Geschützturm mal gut und gerne ablösen können, was natürlich an und für sich schon mal nicht so cool ist. Dann haben wir ja schon gesehen, dass wir hier hinten das aufklappen können. Ich drücke jetzt extra mal von hinten dagegen und hoffe, dass es nicht abfällt. Und es fällt trotzdem ab. Auf jeden Fall kann man das hier öffnen, um eine Figur reinzusetzen. Wo wir aber halt, wie gesagt, das Problem haben, dass sie halt nicht richtig funktioniert. Und da reden wir dann halt drüber, dass der Kobi-Panzer mit der einen Funktion vielleicht doch besser ist, wenn wenigstens diese eine Funktion funktioniert. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, weil ich würde den Sluban-Panzer gerne besser wegkommen lassen, als das momentan tut. Dann haben wir hinten noch eine Klappfunktion und wie soll ich das sagen, wie soll man die aufklappen? Also, da muss man hier. Ja, man bekommt es halt nicht auf, okay? Kurz gesagt, und deshalb nehme ich jetzt hier mein kleines Hilfswerkzeug. So, super, ne? Dann kriegen wir uns wenigstens auch rauf. Und dann können wir hier hinten halt noch was reinlegen oder auch eine Figur reinstellen. Und das ist halt alles an Funktionen von dem Panzer. Und es funktioniert halt nicht ein was davon wirklich gut. Und dann ist selbst da der Kobi-Panzer die bessere Wahl. Dann ist es natürlich sehr wichtig bei Panzern, wie die Ketten funktionieren. Und da gibt es einen klaren Sieger. Ich meine, ihr habt das ja schon in der Review gesehen, dass die Ketten hier zwar nicht so gut sind wie bei anderen Small Army Modellen, aber trotzdem relativ gut laufen. Ich meine, das kennen wir von Kobi, das funktioniert. Wenn wir uns das jetzt hier von Sluban anschauen, dann funktionieren die leider so gut wie nicht. Und dann ist da auch Kobi der Sieger in dem Fall. Das nächste, über das wir reden, ist das Aussehen. Und das ist natürlich an und für sich sehr subjektiv.
Und deshalb sage ich, es ist nur meine Meinung. Und hier kriegt den Punkt für mich auch der Kobi-Panzer, weil ich vor allen Dingen die Drucke hier sehr gelungen finde und er wirklich am originalen Panzer sehr, sehr nah dran ist. Der Panzer von Sluban sieht natürlich auch nicht schlecht aus, aber ich finde ihn an und für sich ein bisschen zu grob gezeichnet. Und er ist vom originalen Panzerfahrzeug 2 Sonderkfz 121, und das ist das Vorbild für den hier, doch relativ weit entfernt. Und da gefällt mir der eben doch ein Stück besser noch. Und ich finde einfach, dass Kobi für diesen Maßstab das sehr gut hinbekommen hat. Beim Aufbau gibt es relativ wenig zu sagen. Das, wie bei Kobi eigentlich immer, sehr gut und verständlich. Es gab nur eine kleine Ungereimtheit, und zwar habt ihr das detaillierter im Aufbauvideo, was ich euch wahrscheinlich auch verlinken werde. Und da müsst ihr mal reinschauen in Bauschritt 13. Da gab es so ein Problem mit so einer Spalte, die in der Anleitung nicht drin war. Hat am Ende keinen mehr gestört, war aber eben da und hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Bei diesem Panzer hier haben wir leider kein Aufbauvideo, weil ich habe den vor YouTube gebaut, aber ich kann sagen, die Anleitung ist hier nicht so hochwertig. Sie ist relativ grob gemacht und man kommt zwar damit klar, aber hin und wieder hat man da unkluge Bautechniken. Vor allen Dingen eben dafür, dass die Teilequalität manchmal nicht der Wahnsinn ist, wo man dann auf Stellen drauf drückt, wo man nicht drauf drücken sollte und der Panzer wieder auseinanderfällt. Dementsprechend gewinnt auch hier Kobi. Und jetzt hat Kobi eigentlich schon eindeutig diesen Kampf gewonnen. Aber wir reden natürlich noch über einen letzten Punkt. Und das ist der Sonderpunkt, wo ich immer Besonderheiten erzähle, die mir eben aufgefallen sind. Und da habe ich gesehen oder selber die Erfahrung gehabt, dass es bei Sluban leider sehr große Probleme bei der Lieferung gibt. Dass entweder die Boxen komplett kaputt sind oder die Teile wirklich in einem miserablen Zustand bis nicht verwendbar, bis wirklich komplett kaputt ankommen. Und das habe ich selber so gehabt. Ihr habt das jetzt hoffentlich auch gesehen. Ich habe es ja eingeblendet. Ich habe zwar ohne Wenn und Aber Ersatz bekommen von Sluban, aber sowas sollte nicht passieren und sowas hast du bei Kobi nicht. Wir haben ihn zumindest neu, ihr könnt mich aufklären. Wenn ihr eins der beiden Sets oder auch beide Sets selber besitzt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.